Damit wird die Hausverwaltung nicht einverstanden sein, Herr Schabowski. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Das verstehe ich nicht ein. Ob ich nun alleine in der Wohnung lebe oder mit anderen zusammen. Aber das würde doch bedeuten, dass Sie die beiden in Untermiete nehmen müssen. Und Sie wissen genau, dass das nicht gestattet ist. Was heißt Untermiete? Wir könnten den Vertrag noch so ändern, dass wir gemeinsam als Mieter auftreten. Lieber Herr Schabowski, nun machen Sie es mir doch nicht so schwer. Die Hausverwaltung duldet keine Untervermietung. Und unter uns gesagt, so viele ältere Leute wollen wir auch nicht im Haus haben. Aha. So läuft der Hase. Keine Kinder, keine alten Leute. Da züchten Sie doch gleich Menschen, die immer 30 sind. Wiedersehen. Dann was nun? Jetzt suchen wir eine Wohnung. Ja, meinst du, wir finden eine? Die sind doch alle so teuer. Ich meine, ich hab doch nur. Leg dich doch nicht auf, da finden wir noch eine Lösung. Komm. Erster Stock, das ist gut. Guten Tag, Schabowski. Ich hatte wegen der Wohnung angerufen. Sie sind das. Ja, wir wollten uns die Wohnung gern mal ansehen. Die Miete habe ich Ihnen gesagt. Ja, ja, aber wir würden die Wohnung zu mehreren nehmen. Die Miete würde dann anteilig. Also, an mehrere Personen ist die Wohnung sowieso nicht zu vermieten. Was sind denn das für Leute? Das ist aber eine ganz neue Idee. Wir wollen eine Rentnerkommune gründen. Eine Kommune? Wie bitte? Mehrere Rentner, die sich zusammentun. Na, lauter alte Leute? Nein, wissen Sie, sowas möchte ich nun wirklich nicht hier haben. So ein halbes Altersheim. Na, das ist ja gerade was anderes. Also, nein, wie dem auch sei, an sowas vermiete ich nicht. Nein, 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 mit Alten hat man sowieso nichts als Ärger. Es ist doch immer dasselbe Theater. Sie lassen jahrelang nichts renovieren und rauskriegt man sie dann auch nicht ja, wieder. Ja, das wär's denn wohl. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Vater macht sich wirklich lächerlich. Was ist denn daran lächerlich? Rentnerkommune. Typische Schnapsidee von ihm. Du, ich will dir mal was sagen. Ich finde es eine seiner besten Ideen. Du brauchst ja nicht Kommune sagen, wenn das so ein Reizwort für dich ist. Du kannst ja Wohngemeinschaft sagen. Ach ja? Mensch, sei doch froh, dass Vater so aktiv ist. Oder wird es vielleicht besser, wenn er zu Hause sitzt und Trübsal bläst? Ihr nehmt ihn doch auch nicht, oder? Wir haben ja gar keinen Platz. Hör doch auf. Ich finde das unheimlich gut. Ich finde das unheimlich gut, wenn die Alten mal was von sich aus unternehmen. Mal was Neues ausprobieren. Und wenn einer krank wird? Eben. Dann sind die anderen da und können helfen. Ich weiß überhaupt nicht, was du eigentlich dagegen hast. Ist doch Vaters Sache, lass ihn doch seine Erfahrungen machen. Vater ist doch wirklich alt genug, dass er nicht doch Erfahrungen sammeln muss. Ich finde das unmöglich von dir. Aber ja, lass mich in Ruhe. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, streiten. Ist ja furchtbar. Naja, die Aussicht ist nicht gerade, aber wenn ich Sie recht verstanden habe, wollen Sie die Wohnung doch für ältere Herrschaften mieten. Ja, schon. Naja, sehen Sie, die gehen doch tagsüber sowieso meistens spazieren. Na, hören Sie mal. Wenn es regnet oder im Winter, dann sollen wir wohl hier drin sitzen und an der Wand glotzen. Muss man hier trübselig werden. Wenn Sie die Aussicht stört, können Sie ja zuziehen. Und dann im Dunkeln sitzen? Nee. Sie müssen aber auch den Mietpreis berücksichtigen. 550 Mark ist doch für die Größe der Wohnung wirklich nicht zu hoch, oder?
soll 370 kosten. Ja, wo Sie nun mit mehreren hier einziehen wollen, muss ich auch mehr berechnen. Dann suchen Sie mal andere Dumme. Glauben wir, mit Alten können Sie machen, was Sie wollen. Also ein Schloss an der Côte d'Azur kann ich Ihnen leider nicht bieten. 550 Mark. Für so eine miese Wohnung. Nee. Ich weiß nicht so recht. Mehrere Rentner zusammen, von der Idee her, hört sich ja ganz gut an, aber wie das so in der Praxis aussieht. Ja, warte mal ab, da wärst du noch ganz neidisch drauf. Du. Und eine Wohnung? Habt ihr die schon? Nee, aber ich habe hier noch eine in der Zeitung gefunden. Warte mal, hier. Altbauwohnung. 5 Zimmer, nicht renoviert. Ist ja kein Nachteil, nicht? Sag mal, wie ist denn das mit dem Tapeziertisch? Können wir den eventuell haben? Aber den könnt ihr natürlich kriegen. Wir haben auch noch Raufaser. Kann ich euch ganz billig besorgen. Prima. Seht mal erst zu, dass ihr eine Wohnung findet. Ja, ich muss jetzt rauf. Also, ihr gebt mir ja dann Bescheid, wenn ihr mich braucht. Tschüss, Karl. Du hörst dann von uns. Tschüss, Otto. Da bin ich aber neugierig. Tschüss, Karl. Tschüss, Johnny. Rentnerkommune. Na, mal los hier, an die Arbeit. Du, Franz, komm doch mal runter. Dieter, komm mal her, mach die Decke weiter. Mir ist plötzlich ganz komisch. Was ist denn? Ich bin doch noch gar nicht mit den Türen fertig. Ach so, der Wurzig hat wieder schlapp gemacht. Dann kann ich für den wieder mitarbeiten. Du halt die Klappe. Du wirst auch mal alt. Vielleicht bist du dann froh, wenn dann mal einer auf dich Rücksicht nimmt. Ja, ja, ich mach ja schon. Na komm, Franz. Mach drüben mit dem Heinz die Heizkörper weiter. Glaubst du denn, dass es geht? Ja, wird schon gehen. Na gut. Na ja. Naja, bei Wolf und Sohn haben wir mit 10 Mann an den Hochbauten gearbeitet und Bestzeiten herausgeholt. Aber das geht natürlich nur, wenn man das durch und durch organisiert. Ich meine, das muss schon Hand in Hand gehen. Und die Leute müssen spuren. Ja, also die Kolonne vom Karl Nägele, das sind außerordentlich gute Leute. Und das liegt natürlich mit am Karl selbst. Er kommt sehr gut mit ihnen aus. Er ist noch einer vom alten Schlag. Wie ist er mit den Heizkörpern? Werden die geflutet? Heizkörper? Nö, nö. Die haben wir bisher immer nur gestrichen und gerollt. Na, das werde ich auf jeden Fall ändern. Ich werde die Heizkörper vor der Montage fluten. Dann kann ich eine Arbeitskraft einsparen. Na, wie weit seid ihr denn? Du noch nicht da. Ist die Rückseite auch in Ordnung? Denke schon. Das ist sauber. Sehr gut. Ah, Nägel. Das ist der Ollinger, der die Kolonne übernehmen wird, wenn Sie aufhören. Ja, Chef. Das hat ja wohl noch ein bisschen Zeit. Ja, trotzdem. Na, Herr Hollinger. Tja, Nägele, dann zeigen Sie dem Hollinger mal, wie das bei uns hier so läuft, damit dann nachher alles reibungslos weitergehen kann. Ne? Also machen Sie es gut. Und wenn was ist, ich bin im Büro. Ja. Zeit. Na, kommen Sie mal, Hollinger. Aber ich zeige Ihnen rasch mal die Wohnung. Ich muss bloß gleich wieder runter. Ich bin nämlich allein im Laden. Ach ja, und wir haben da noch ein kleines Problem. Die alte Dame, die hier gewohnt hat, die hat einen Untermieter. Dem haben wir natürlich sofort gekündigt, aber der ist immer noch nicht ausgezogen. Das ist ein Schauspieler, aber kein berühmter. Aber mein Mann macht jetzt Dampf dahinter, dass er endlich rausgeht. So, das sieht natürlich schlimm hier aus. Das muss alles renoviert werden. Oh, das ist kein Problem. Guck mal, Otto, die Küche ist schön groß. Ach, Herr Conradi, das sind zwei Herren, die sich für die Wohnung interessieren. Guten Tag. Herr Conradi, Sie müssen aber wirklich... Ja, ich weiß das selbstverständlich, Frau Silber. Ja. Also drei Zimmer gehen nach vorne. Und hinten? Ja, hier ist ein kleines und da vorne ist auch noch eins, also 5 Zimmer und ein halbes. Und das hier ist die Küche.
Na ja, typisch Hinterhof. Ja, aber dafür haben Sie ja hinten ab 12 Uhr Sonne. Sie dürfen mir nicht böse sein. Ich muss jetzt wieder runter in den Laden. Sie können sich ja die Wohnung in aller Ruhe ansehen. Ach, Herr Conradi, vielleicht wären Sie so lieb und zeigen... Ja, gehen Sie ruhig runter, Frau Silber, ich zeige schon. Dankeschön, Herr Conradi. Ja, und Sie kommen dann noch mal im Laden vorbei und sagen mir Bescheid, wie Sie sich entschieden haben. Ja, ja, natürlich. Ja, also bis dann, Wiedersehen. 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 Ganz schön. So, dann zeige ich Ihnen mal die andere Herrlichkeit. Gestatten, Conradi? Dabrowski. Schmidt. Conradi, das wäre das Balkonzimmer. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Warten Sie schon lange? Nein, nein, ich bin gerade. Ich war aber eben mal drüben in der Wohnung. Da waren zwei Herren, die nehmen Sie vielleicht. Was darf es denn sein? Zwei Pampelmusen. Zwei Pampelmusen. Und noch was? Ja, sechs Eier. Sechs Eier. Eine kleine große Spargel. Die beiden eben. Die macht einen ganz netten Eindruck. Man muss ja schließlich auch aufpassen, wen man kriegt, nicht? Ja, ja, man kann nicht vorsichtig genug sein. Ja, und hier war ich Mensch, hier durfte ich sein. Mein Zimmer. Ja, es ist zwar Nordseite, aber wenn ich auf den Balkon trete, da sehe ich die Sonne direkt um die Ecke. Bitte. Haben Sie Verständnis? Ich war gerade beim Speisen. Ich bevorzuge jetzt ausschließlich die kalte Küche. Ach, Unsinn, um ehrlich zu sein, man hat den Herd hier abgeholt. Ja, wieso denn? Na, er gehörte der früheren Hauptmieterin. Und nach ihrem Tode, da haben die Kinder den Herd abgeholt und alles andere auch. Was kann man tun? Kann ich Armeen aus dem Boden stampfen? Wächst mir ein Kornfeld aus der flachen Hand? Das ist die Jungfrau von Orleans. Friedrich von Schiller. Bitte, meine Herren, bitte nehmen Sie doch Platz. So. Bitte sehr. Schön. Danke. Ich habe da noch etwas Portwein. Meine Herren, vielleicht machen Sie mir die Freude und trinken einen Schluck mit mir, ja? Dankeschön. Vielen Dank. Wissen Sie, ich sage mir immer... Nobel. Nobel muss die Welt zugrunde gehen. Also? Prost. Wohlsein. Prost. Hans Albers. Kennen Sie den persönlich? Oh, Hans Albers, mit dem habe ich schon gespielt, aber noch ganz unbekannt. Ja, und... Das bin ich auch, das auch, das bin alles ich. Rebolledo, Camille Desmoulins, vor Sonnenuntergang. Mein Gott, war ich damals jung. Geradezu lächerlich jung. Vorüber, ihr Schafe, vorüber, dem Hirten wird gar so trüb. Das ist auch von Schiller. Schönes Kostüm. Ja, ich war nie Kostüm. Ich habe mich immer bemüht, der Mensch zu sein, der dahinter steckt. Dann was ist nun geblieben? Ein paar Fotos, ein paar Kritiken. Das meiste fehlt. Ja, das haben wir ausgebombt. Ich glaube, da muss man ziemlich hinterher sein, so als Schauspieler, dass man da Rollen kriegt, nicht? Ja, das können Sie mir glauben. Das geht ganz plötzlich und der Vorhang ist gefallen. Naja, wenn ich mal hier raus muss, da kommt das alles in Karton und... Sie haben noch kein Zimmer in Aussicht? Das ist ja alles zu teuer. Wissen Sie, ich habe nie geklebt. Unser Eins, der denkt ja in seiner Jugend an alles andere als ans Alter. Und wenn mir damals einer gesagt hätte, dass ich von der Sozialversicherung leben müsste und dass ich kein anständiges Dach über dem Kopf haben würde, dann hätte ich doch gedacht, der ist des Wahnsinns. Ja, was bleibt mir übrig? Muss in so ein Altenheim oder in sowas. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, so etwas Ähnliches habe ich schon mal gehört. Machen Sie sich manchmal erst keine so großen Sorgen, Herr Conradi. Wir haben das mit Ihrem Zimmer nicht so eilig. Ich sollte auch in den Altenheim. Tja, wenn ich hier nicht sofort ausziehen müsste... Sehen Sie sich in Ruhe um.
Vielleicht finden wir ja auch etwas. Da bin ich Ihnen aber sehr dankbar. Tja, dann wollen wir mal wieder, Johnny, was? Ja. Wiedersehen, Herr Conradi. Auf Wiedersehen, Herr Schabrowski. Herr Schabrowski, es war mir ein ehrliches Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ja, uns auch. Wiedersehen. 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 Darf ich nach Hause bringen? Ja? Danke sehr. Danke. Mann, passen Sie doch auf! Ausgerutscht. Gehen Sie mal weg da. Das Fluten ist für die Leute auch neu, Herr Linger. Fassen Sie mal mit an. Näher ran! Dürfen denn Mutti nicht an so schwere Arbeit stellen? Der Mann hat gerade eine Lungenoperation. Also wissen Sie, im Grunde geht das nicht. Wir machen hier Gruppenakkord. Da muss jeder das selber an Leistung bringen. Da muss der Mann eben was anderes machen und muss hier raus. Das sagt sich so leicht, Herr Hollinger, aber Sie wissen doch ganz genau, dass ein Mann mit 55 nichts anderes mehr findet. Das weiß ich auch. Die Lage im Baumarkt ist schließlich nicht so, dass man jeden Fußkranken mit durchziehen kann. Und ich will mal was sagen, Herr Nebel. Ich bin hier angestellt worden, damit ich den Laden auf Vordermann bringe. Ich meine nichts gegen Sie, aber... Lassen Sie mich mal machen. Sie hören ja sowieso bald auf. Ja, na ja, so gut, ich werde es noch mal versuchen. Ja, ja. Na okay, bis später. Also ich weiß gar nicht, was der sich vorstellt. Jetzt habe ich ihm schon 5 hingeschickt und keiner passt ihm. Das ist doch nur eine Statistenrolle. Dafür kriege ich doch kein Schauspieler. Das macht mir doch keiner für das Geld. Ja? Mit Recht. Ich wünsche einen guten Tag, den Herrn. Konradi! Ja, Herr Konradi, was gibt sie denn noch? Wo haben Sie denn gesteckt? Ja, ich war nicht so ganz wohl auf. Oh, Konradilein. Ja, warum hast du nicht wenigstens mal angerufen? Wir hatten was für dich. Aber du bist ja nicht zu erreichen. Na ja, jetzt bin ich sie. Jetzt ist ja wieder alles okay. Und wie sagt schon Shakespeare? Da wir uns wiedersehen, lächeln wir gewiss. Na, ihm scheint es ja ganz gut zu gehen. Na, gut, Sie sehen nicht, Sie ernten nicht, und unser himmlischer Vater ernährt Sie doch, so steht es ja schon in der Bibel. Also, wie sieht's aus? Gibt's was Neues auf dem Rialto? Mensch, Konradi, du bist genau der Typ, den ich für die Taunus brauche. Hast du einen dunklen Anzug? Ja, noch habe ich ihn, aus alten Beständen. Wunderbar. Meldest dich hier pünktlich morgen früh um 7 Uhr. Es geht nur ein Bus zum Drehort. Darf ich bei aller Bescheidenheit zusätzlich noch fragen, um was für eine Aufgabe es sich eigentlich handelt? Du wirst lachen, Konradi. Um einen Bankier mit zu viel Geld. Tja, also der Typ bin ich. Die Rolle ist mir auf den Leib geschrieben. Meine Damen? Vielen Dank noch, ja. Und drücken Sie mir den Daumen. Toi, toi, toi. Oh, da habe ich noch 3 Rollen Raufaser. Ich glaube, damit kommt der aus. Ja, sicher, Karl. Darf ich mal? Guten Tag. Soll ich vorstellen? Herrn Karl Nägele, Herr Konradi, der wohnt nur noch weiter bei uns. Otto, komm doch mal rasch. Na, wie findest du das? Ist ja furchtbar. Mensch, wie bist du denn auf sowas gekommen? Wieso? Gefällt dir das nicht? Nee, nee, lass mal los. Heute machen wir auch die Küche fertig. Man hat sie nicht mehr so eintönig wie früher. Na schön, wenn ihr das gut findet. Also ist mir egal, ich finde das scheußlich. Komm mal mit, Herr. Also das wird unser Clubzimmer. Also gewissermaßen unser Wohnzimmer, wo wir uns alle aufhalten. Das machen wir fertig. Vielleicht grün oder so. Ja, das ist gut. Das Ding kommt natürlich weg. Du, Otto, lass mich mal was sagen. Ja, ja, gleich, gleich. Aber hier, pass mal auf, was machen wir denn damit? Das müssen wir wohl weismachen, was? Wieso? Das ist ja noch nicht aus, wenn wir noch in die Kommune aufnehmen. Otto, kann ich da mal mit dir drüber reden? Otto, komm doch mal! Otto, hilf doch mal! Wir haben
wollen doch das zusammen machen. Ja. Mal her, Mensch. Und Sie sind wohl der Dritte im Bunde, was? Nee, das ist doch der Karl Nägele. Mhm. Er hilft uns hier beim Renovieren. Sonst findet er unsere Idee gar nicht so. Leute, hört doch mal endlich zu. Seit einer halben Stunde will ich dir was sagen, du rennst immer weg. Also, ich wollte euch fragen, ob es euch recht wäre, dass ich auch hier mit einziehe. Mensch. Karl, ich bin platt. Johnny, haben wir was dagegen? Nicht, dass ich wüsste. Karl! Einstimmig angenommen im Verein der Rentnerkommune. Ich freue mich, Otto. Na, dann seid ihr ja fast komplett. Ich freue mich. Darauf müssen wir anstoßen. Sie auch, Herr Conradi? In dem Ozean schifft mit tausend Masten der Jüngling, still auf gerettetem Boot treibt in den Hafen der Kreis. Prost. Schiller.